Hallo, ich bin Osman und herzlich willkommen bei Panasonic Lumix. Heute möchten wir euch eine neue Lumix G-Kamera vorstellen, die Lumix G110. Sie ist eine waschechte DSLM-Kamera aus der MFT-Reihe und als solche hat sie natürlich einen MFT-Sensor, der doppelt so groß ist wie ein 1-Zoll-Sensor, hat 20 Megapixel und kann natürlich auf alle über 60 Objektive zugreifen, die es eben für dieses System auch gibt. Sie hat übrigens einen Sucher, ein Klappdisplay, einen Blitz, einen Blitzschuh, aber sie hat auch eine neue Welt für sich entdeckt. Und für diese neue Welt, Götz, habe ich mir extra dich jetzt eingeladen. Du bist ja in vielen Bereichen unterwegs, im Bereich Social Media teilweise auch, aber du bist auch und bleibst, glaube ich, auch für lange Zeit, hoffe ich, unser Top-Verkäufer. Kannst du mir sagen, wo geht die Reise hin aktuell? Ja, also das, was ich die letzten Jahre festgestellt habe, ist einfach, dass die Leute eine kleine Kamera haben wollen, um flexibel zu sein oder einfach was Kleines zum Mitnehmen, was dann auch einen Mikrofoneingang hat, um anständigen Sound zu liefern und ein Kontrolldisplay, also eins, was man irgendwie zu sich selbst hinkippen kann. Und ja, das sind eigentlich schon so die drei Hauptansprüche und wenn es dann auch noch Wechselobjektiv hat, ist natürlich super. Dieser Mikrofonanschluss, den du angesprochen hast, das sagst du uns ja immer wieder, hast du auch immer zu Recht kritisiert. Und das ist auch ein Grund, warum du heute hier bist, weil die G110, ich habe sie mal hier, ich gebe sie dir gleich, sie hat ein Klappdisplay und aber auch, was für dich sehr wichtig ist, einen externen Mikrofonanschluss. Bitteschön. Geil. Ja, stimmt. Hier an der Stelle, wo es sein soll, irgendwie bei kleiner Kamera. Ja, kleine Kamera, Mikrofonanschluss und auch ein Klapp- und Schwenkdisplay. Sicher auch mit Touch, gehe ich mal stark von aus. Natürlich, ja. Und ihr habt irgendwie so ein kleines Stativ dazu gebaut mit Bedienung. Ja, das gibt es dann dazu, wenn man das im Set dazu kaufen kann. Und dann kann man entsprechend auch hier diverse Einstellungen auch dann vornehmen. Sie dient auch als kleines Stativ, aber auch als toller Handgriff. Ja. Doch, fühlt sich gut an. Ist schön klein, leicht. Ist jetzt ein Tick größer als meine GM5, die ich hatte. Und gucke ich nochmal hier durch den Sucher durch. Der ist auch klasse. Display ist auch sehr klar, muss ich sagen. Und ja, Ja, doch, und also passt super. Ist genau das, was ich immer haben wollte. Also ich denke mal, das dürfte die sehr gut ankommen. äußerlichen Attribute hast du schon genannt. Ich erzähle noch ein bisschen was über das Innenleben. Wir haben ja für die klassische Videografie das 16 zu 9 Verhältnis. Wenn jemand das im Social Media Bereich nutzen möchte, beispielsweise TikTok oder Instagram oder Facebook teilweise, da haben wir unterschiedliche Formate. Und diese Formate können wir hier bedienen. Wir können mit der Kamera teilweise sogar, wenn man das möchte, auch Hochkant-Videos erstellen. Das gab es so noch Ah, nie. okay. Wir können uns aber auch dann irgendwie einen Rahmen setzen, damit man weiß, ich habe eine Aufnahme für verschiedene Formate teilweise. Wir haben auch etwas, was dich nochmal freuen wird, an diesem Moduswahlrad, den es hier oben entsprechend nochmal gibt, hier, haben wir nochmal S und Q für dich eingebaut. S und Q für Slow und Quick. Du bist ja auch unser Zeitraffer und Zeitlupenspezialist. Ah, okay. Ja. Ja, du musst gar nicht mehr ins Menü rein aufwendig und da die Variable Framerate aussuchen, sondern das geht hier sehr schnell über das Moduswahlrad. Cool. Achtfach, vierfach, zweifach als Zeitraffer und bis zu vierfacher Zeitlupe. Cool, mit 100 Frames in Full HD gehe ich mal stark von aus. Und du kannst eben diese Videos alle, wie du es gewohnt bist, in der Kamera erstellen. Wir brauchen keine Software, wir brauchen keinen PC dafür. Genial. Ja, Ja. das ist super. Ich habe übrigens für dich auch noch mal ein schönes Mikrofon mitgebracht aus dem Hause Panasonic, damit das auch für dich wirklich begreifbar ist, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Kannst du gerne mal anstecken. Gerne. Allerdings kann es sein, dass du in der Zukunft vielleicht öfters mal das Mikrofon weglässt, weil wir haben bei dieser Kamera auch noch mal spezielle Mikrofone drin. Ozu bei Oh. Nokia, also drei verschiedene Mikrofone, die unterschiedlich positioniert sind und einzig dafür da sind, um eben die Stimme eines Vloggers beispielsweise ja, richtig schön auch aufnehmen zu können. Gerade dann beispielsweise, wenn im Hintergrund relativ viel Hintergrundgeräuschkulisse da ist. Okay. Ja, diese Charakteristik lässt sich ändern, in Kombination aber auch mit Gesichtserkennung. Wir können auch dein Gesicht entsprechend nochmal registrieren, damit der Fokus auch immer bei dir bleibt. Und darauf würde zum Beispiel auch das Mikrofon gerichtet werden. Ist ja abgefahren. Ja, ich sehe hier schon, sind drei Einlässe irgendwie für das Ganze. Ja. Und ja, bin ich mal gespannt, wie das klingt. Gefällt dir gut? Ja. Dann würde ich vorschlagen, wir gehen einfach mal an den Hafen. Das Wetter spielt heute mit. Ja? Und die Geräuschkulisse am Hafen haben wir, glaube ich, auch genug. Da ist es nicht gerade leise. Hast du da Lust? Ja, lass machen. Dann würde ich vorschlagen, wir suchen uns noch zwei Objektive aus und dann geht's gleich los. Welches hättest du denn gerne? Das 15-17? Genau, das 15er finde ich immer super. Okay. Das passt auch noch so in so einem normalen Handabstand. Und ja, hier so ein kleines Tele. Ja, dann nehmen wir das 3500 mit. Jo. Lust? Ja. Bock? Ja, alles Okay, klar. let's go! Jo, let's go.
hier nochmal filmen an den Landungsbritten. Ich will das nochmal testen mit dem Mikrofon. Also ich habe jetzt hier den Modus, dass ich getrackt werde. Also die Kamera erkennt von selbst, aus welcher Richtung der Sound kommt oder aus welcher Richtung die Sprache kommt und blendet dann den anderen Kram. Alles, was um mich rum ist, soll dann ausgeblendet werden. So, jetzt muss der Motor noch mal ein bisschen arbeiten. Hier kommen noch ein bisschen Wassergeräusche bestimmt mit dazu. Tiefes Brummen. Aber auch das sollte, glaube ich, immer noch gut verständlich sein von der Sprache. Dieses Nokia Oso scheint da wirklich anständig zu arbeiten. Also, hinter mir Schiffsanlegemanöver. Und ja, ich bin immer noch gut verständlich. So, ich habe die Stabilisierung noch mal voll hochgedreht. Wollen wir mal sehen, ob das jetzt noch ein bisschen was bringt, dass das Bild jetzt noch stabiler wird. Es wird einfach als Hochkantvideo gespeichert und ich habe direkt den Frame hier drin, dass ich genau weiß, wo mein Gesicht ist, wenn ich es zum Beispiel jetzt auf Instagram hochlade, im 4:5 Format. Und das Video ist auch dementsprechend direkt vorhanden, dass ich gleich auf dem Handy das hochladen kann und gleich der Beschnitt richtig gemacht wird. Hallo und willkommen zurück. Götz, gestern ist ja ein ereignisreicher Tag zu Ende gegangen. Wir waren am Hafen, das Wetter hat gut mitgespielt. Wir hatten viele Motive, viele Menschen, aber auch viele Schiffe, die da gekommen und wieder auch gegangen sind. Und entsprechend hatten wir auch eine Geräuschkulisse. Du warst gestern aktivst mit unserer G110 unterwegs, hast dort fleißig auch gearbeitet. Wie ist dein Feedback? Wie ist der Gang mit unserer Kamera? Ja, super. Also erstmal muss ich nochmal was erwähnen. Ich gehe hier in die Einstellung rein, als ich aufnehmen wollte, um mir mein Profil einzustellen auch. Und ihr habt mir gar nicht gesagt, dass da Vlog L drauf ist. Also das gibt dem Ganzen natürlich nochmal einen professionelleren Touch. Das finde ich auf jeden Fall super. Da kann ich auch dann mit Lookup-Tablen arbeiten. Und ja, das ist einfach genial. Da kann ich super mit anderen Kameras auch mischen, wenn ich mehr benutzen möchte. Also das hat mir erstmal richtig gut gefallen. Super. Und dann bin ich natürlich viel rumgelaufen, auf und ab. Ihr habt da genug davon auch aufgenommen. Und
dachten schon alle, ich bin da irgendwie ein bisschen prominent. Durcheinander, ja, vielleicht. Läuft da komisch rum. Ja. Und ja, ich fand das einfach super, auch von der Stabilisierung, was man hat. Aber ganz toll ist dieser Sound, dieses Nokia Audio. Das setzt das super um. Ich habe mir das zu Hause nochmal mit dem Kopfhörer angehört. Das klappt wirklich super. Also ich bin ganz klar zu verstehen, auch wenn es im Hintergrund richtig laut wird, ist man trotzdem immer noch gut verständlich. Ja, da sind teilweise auch Schiffe auf- und abgefahren, ne? Ja, mehrere gleichzeitig teilweise. Und die Motoren sind ganz schön laut oder das Wasser klatscht da gegen den Ponton. Und absolut genial. Ganz klar verständlich. Da braucht man schon fast keinen Mikrofoneingang mehr. Aber den haben wir. Den haben wir, den wolltest du seit Jahren haben, den haben wir. Aber darf jeder selber entscheiden, die eingebauten Mikrofone. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Nee. Gestern bist du ja fast ausschließlich, also ich kann mich fast gar nicht erinnern, nee, du bist ausschließlich mit diesem Griff auch spazieren gegangen. Ja. Ja. Wie gefällt der dir? Soweit finde ich den gut. Also funktional ist das alles okay, was man da hat, mit den ganzen Modi, die mit dran sind. Da die Kamera natürlich auch hochkant aufnehmen kann, was ich auch total spitze finde, wäre es natürlich genial, dass man entweder an der Kamera noch einen Anschluss hätte, An der Seite, dass ich die hochkant auf das Stativ raufschrauben könnte oder dass man das um den Kugelkopf hier um 90 Grad kippen könnte, dass man das sozusagen auch hochkant drauf hat. Mhm. Okay. Das hätte mir gut gefallen, aber ich habe es dann letztendlich dann immer auch so quer gehalten. Ja, okay. Und lässt sich auch immer noch super machen. Ja, man hat dann ein Display da drüber und bin auch erstaunt gewesen, dass es dann auch so hochkant direkt bei mir zu Hause zu sehen war. Ja, kannst du auch so auf dein Handy rüberkopieren, per Knopfdruck nur und dann entsprechend auch auf Instagram und Facebook und Konsorten hochladen, wo dann dieses Hochkantvideo entsprechend auch dann genutzt wird. Genau, apropos Facebook oder beziehungsweise eher Instagram oder so bei den Videos. Also diese Rahmenmarkierung ist total cool. Man kann das ja direkt anpassen da drin, dass ich zum Beispiel 4:5 als Videoformat auswähle und kann man genau sehen, also muss man nichts abkleben oder so, dass man immer irgendwie im bestimmten Bereich bleibt und sich da drin bewegt, sondern ich weiß durch diese Einblendung, welcher Bereich jetzt letztendlich dann auch ausgeschnitten wird, wenn ich das da hochlade. Ja, damit du nicht aus dem Bild läufst. Ja, genau. Mhm. Und das ist echt super gemacht. Also auch verschiedene Formate, ob Widescreen oder Social Media, alles mit dabei. Ja. Wie oft hast du gestern den Akku des Griffs wechseln müssen? Welchen Akku? Das ist genau das Stichwort. Das Kabel, was du hier siehst. Also wir haben uns ja bewusst gegen eine Akkulösung oder eine Bluetooth-Lösung auch dann gestellt, weil wir gesagt haben, wir machen das lieber über das Micro-USB-Kabel und holen uns den Strom aus der Kamera, sodass du quasi immer nur gucken musst, dass die Kamera genug Strom hat. Dann hast du vielleicht auch Ersatzbatterien dabei, vielleicht auch ein Ladegerät, auch eine Powerbank vielleicht auch. Und dann musst du nur gucken, dass die Kamera genug Strom hat. Ja. Wir nehmen den Strom aus der Kamera. Insofern sind wir, glaube ich, deutlich flexibler unterwegs, als dass du da vielleicht noch einen anderen Akku drin hättest, ja, oder immer gucken musst, dass der auch geladen ist. So bist du einfach viel komfortabler und flexibler unterwegs. Ja, durchaus. Und da dir ja so gut gefällt, ich weiß, du hast ja mehrere Kameras von uns, vielleicht kommt ja noch eine GH110 noch da dazu, aber du kannst diesen Griff auch für eine GH5 oder eine G9 oder eine G81 oder G91 nutzen. Da wird es später ein Firmware-Update geben, das kennt man von uns ja. Einfach bei uns auf der Homepage bei panasonic.de Support kann man die Firmware da entsprechend auch runterladen, das kennt man auch, das ist kostenlos bei uns und dann kann man diesen Griff dort auch dann nutzen. Ah, cool. Das ist natürlich praktisch. Beim Aufnehmen ist mir noch aufgefallen, dass man einfach auch dieses Feedback sehr gut kriegt, wenn man zum Beispiel Aufnahme startet, dass man diesen Rahmen kriegt, wie bei der S1H. Diesen roten Red Frame, ja? Genau. Mhm. Also, dass man gar nicht, dass man immer weiß, wann gerade aufgenommen wird. Das ist... Da sind schon viel Material draufgegangen, dass man einfach dann gesagt hat, ich hätte jetzt gedacht, dass ich aufgenommen habe und dann hat man doch nicht auf. Also, dieser rote Rahmen hilft dir schon. Eine genaue Anzeige. Ja. Auch bei Sonnenlicht war das gut lesbar gestern, ne? Ja, war gut lesbar, auch Sonnenlicht, aber dann natürlich auch zum Fotografieren. Mhm. Der Sucher ist super. Also, das ist doch eine ganz andere Nummer, als man das irgendwie bei der GM5 hat oder so. Also ich kann damit super arbeiten. Ist durchaus klar zu sehen, auch vom Format her passt das. Die Vergrößerung ist ganz gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das so groß in so einem kleinen Ding auch sichtbar ist. Ja, sehr schön. Und was ich natürlich auch gern mag, Zeitrafferaufnahmen und so, das fand ich super. Dieses S und Q, der Modus, das ist gut umgesetzt. Also sonst normal bei den anderen Kameras muss ich immer tief ins Menü reingehen, mir erstmal was auswählen, dass ich einen Codec habe, der dann auch variable Framerate unterstützt. Und dann kann ich das da im Menü einstellen und hier habe ich direkt den Punkt, wo ich direkt draufgehen kann und mir einfach Zeitlupe oder Zeitraffer auswähle.
Das ja, ist. Das haben wir gestern am Hafen ja gehabt mit der Fähre und hast das Stativ als Stativ auch dann wirklich auch benutzt, den genau. Griff. Ja, und hast da relativ zügig über das Display alles auch einstellen können. Ja. Weil du vorhin noch Instagram gesagt hast oder eben Social Networking, möchte ich noch eins dazu sagen. Wir haben hier bei der Kamera auch die Möglichkeit, ein sogenanntes Clean HDMI Out zu bekommen. Das heißt also, wir haben alle Informationen, die störend sind, werden abgeschaltet, sodass man über HDMI nur ein sauberes Bild bekommt, ohne jedwede Zusatzfunktion. Und dann kann man das auch direkt zum Stream auch dann nutzen. Kein Mensch braucht da eine Akkuanzeige oder eine Sekundenanzeige. Ja. Und das ist hier entsprechend natürlich genauso gegeben. Ja, also letztendlich finde ich, das Ding ist echt gelungen. Es ist schön klein. Ich kann alle meine Objektive verwenden, was ich habe. MFT-Standard, also Auswahl ist groß genug. Man kann auch noch mal ein bisschen mehr in Weitwinkel gehen, wenn man irgendwie mehr drauf haben möchte als sich selbst. Und mit dem Tele nutzen. Ich kann, ja, letztendlich kann ich alles das machen, was ich so normal auch mit den anderen Kameras mache. Klingt, als ob wir unsere Hausaufgaben gut gemacht hätten. Oder ja, Götz? Absolut, muss ich sagen. Also aktuell gibt's, glaube ich, also würde ich so behaupten, ich kenne jetzt nicht alle Kameras, aber das von dem, was ich weiß, keiner hat dieses Social Media so gut umgesetzt. Das also kein Video, hat auch keiner, ja. Ja, genau, mit den Rahmenabgrenzungen, was man da mit drin hat und auch mit dem Vlog und ja, doch. Klasse, Hochkantvideo ist auch mit drin. Also ich finde die absolut genial. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen. Insofern vielen Dank, das war unser Video zur G110 und bis bald, macht's gut. Panasonic.